Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Room Total War 2 mit den Spartanern. Und wir sind jetzt vor den Toren Caldenium, heißt es so? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall werden wir von den Ikenern angegriffen. Von ja, Garnisonsarmee ist egal. Aber die Vernichter und die Schwerter der Macht. Klingt auf jeden Fall sehr spannend. Aber hier sind wir auf jeden Fall sehr viel besser aufgestellt. Der hat sehr, 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 sehr viel Fernkämpfer. Hier sind wir aber auf jeden Fall sehr viel stärker aufgestellt als, als bei den anderen. So. Okay. Ich werde es aber wieder aufteilen. Oder? Ja. Warte, ich mache 5, 6. So. Ne, 5, 5 ist das jetzt, ne? Ja. Hier und hier. So. Und General ist. Ja, keine Ahnung. Gut, dann machen wir mal hier schon mal alles an. So. Es nähert sich feindliche Unterstützung. So. Steinschleuderer, Steinschleuderer. Geschosse warten auf Ziele. Sehr gut. Der wartet wahrscheinlich auf die Verstärkung. Bitte komplett auf die Fernkämpfer, weil die Nahkämpfer sind egal. Gegen die können wir nicht verlieren. Sehr gut. Alter, das ist halt brutal, ne? Naja. So. Bitte hier hin. Alter, wie kacke sind die denn? Da kommen die halt schon. Okay. Männer wanken. Steinschleuderer!
Ich glaube, ich hole die mal mit hier. Den General brauche ich auch hier drüben. Ja, klar. Mhm. Der kommt da durch. Ja, ja. Ist gut. Ey, was für ein Schal. Gut, ist halt gar nicht gut. Ist halt gar nicht gut. Und was machen die jetzt? Also. Halt, der hat halt richtig, richtig viel Zunder. Ah, ärgerlich. Der hat halt sehr, sehr viel Fernkämpfer. Ich brauche leider wieder einen hier drüben, weil weil der hat ja da. Alter. Könnt ihr die mal platt machen hier? Befehle? Befehl verstanden! Zu Befehl! Bereit. Ja, Kommandant! Geschossen! Eieieiei. Schneller. Okay, jetzt schießen die wenigstens auf die. Das ist ganz gar nicht so schlecht. So, jetzt zwei hier rüber und einer hier rüber. Ups, da drüben ist alles easy peasy. Ja. Was macht ihr denn schon wieder für einen Quark? Schön auf die Steinschleuderer drauf. Und ihr beeilt euch mal. Da drüben ist alles in Ordnung. Wir sind die Steinschleuderer. Euch mal gescheit auf hier. Okay. Die sind alle. Ja, das ist easy hier. Das ist easy. Okay. Aber hier drüben. Vor allem, wenn die sich so bescheuert aufstellen. Es ist halt ein bisschen schwieriger. General!
Schleuderer! So, sehr gut, weiter, einfach weiter schießen. Weiter schießen und nicht laufen. Ja, doch, das passt. Würdet ihr erschießen? Das wäre ganz toll. Okay, der hat, glaube ich, jetzt keine Munition mehr. So, das heißt, die... Die meisten von uns sterben halt einfach wegen den Fernkämpfern. Aber ist meistens so. Das ist fast immer so. So, mach die mal platt, bitte. Die Nerven. Okay, hier ist alles gut, hier ist alles fein. Und da kommt schon wieder Steinschleuderer. Haben sich ja wahrscheinlich wieder gesammelt. Unser General wird angegriffen. Mhm. Bei. Nee. Das sind komplett neue. Das ist ja. Ja und ja. Mhm, mhm. Und jetzt. Wieso ist der jetzt wieder so hoch motiviert? Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Euch habe ich eigentlich nicht angeklickt. Aber okay. Man muss es ja auch nicht verstehen. So, da kommen ja schon wieder Fernkämpfer. Was ist nur da los? Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Eigentlich sollte ich das jetzt nicht machen. Weil hier wieder zwei... Eine unserer Einheiten hat ihre zwei Fullstack... Also Fullstack NES ist ja was anderes. Zwei komplette Einheiten. So. Komm. Befehl verstanden. Pikeninfanterie bereit. Wie ihr Befehl. So, jetzt mal hier drauf. Ja, die haben nichts mehr. Nein, nicht nach da, sondern nach da. Die Speerkämpfer erwarten eure Befehle. General! Okay, die brauchen Hilfe. Okay,
Okay, wir gehen jetzt mal rein. Wir machen jetzt mal ein bisschen Druck hier. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Das da ist jetzt eben ein bisschen problematisch mit denen. Tatsächlich. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Das ist jetzt schlecht. Vor allem, ich kann mit denen nicht. Ich kann jetzt mit denen nicht auf die Yard gehen. Weil hier noch Streitwagen rumrollen. So, aber ich muss die einfach nur zum Wanken bringen. Dann ist alles gut. Dann ist alles gut. Da geht schon ab. Da kommen ja noch mal Fernkämpfer. Wie viele Fernkämpfer haben die dann? Aber ja, es ist die beste Taktik gegen Spartaner. Oder allgemein gegen gegen sehr schwere Infanterie. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Wenn der Gegner nicht viele leichte Einheiten hat, wie Kavallerie oder jetzt leichte Infanterie, eine unserer Einheiten, dann ist das am besten tatsächlich. Wieso wanken die nicht alle? Wieso kommen die alle wieder? Wieso kommen die alle wieder? Spartanische Piken! Versteckt sich noch irgendwo ein General oder was? Sehr merkwürdig gerade. Vor allem halt, dass die nur gebrochen sind und nicht fliehen. Das ist halt ein bisschen. Aber egal. Lustige ist, wenn die jetzt. Das nervt auch. Wenn die jetzt, keine Ahnung, wieder zurückkommen, dann. Ja. Und meine Leute angreifen, dann sterben die halt, ne? Ah, hä? Was ist denn los? Wir haben gewonnen. Ach, da sind noch berittene Kundschafter. Deswegen wollt ihr nicht fliehen oder was? Was ist das denn für ein Quark? Ach, jetzt wollt ihr, okay. Ah, wow. Jetzt sind die auch geflohen. Ah, ich spule mal vor. Also die haben ja eine bessere Moral als wir Spartaner. Wenn wir fliehen, dann fliehen wir auch. Und nicht so ein Rumgedudel wie die gerade.
bin mal sehr gespannt. Es war wirklich, es lag wirklich nur an den verdammten berittenen Kundschafter. Was für ein Schnöseldödel-Schmarrn. 250. So sehen eigentlich immer meine Leute aus. Ja, der war ziemlich krass, aber er hatte auch 4, 6, 8, 10, 11 Fernkämpfer. 12, 13. Ja. Oh. Hä? Gut, ich bin nach oben gegangen mit der Armee. Ja, stimmt. Da war etwas. Da war etwas. Okay. So. Eure Unterstützung war in der Vergangenheit willkommen. Doch die Zeiten ändern sich. Interessant. Militärisches Bündnis. Weil ich Infanterie natürlich. Natürlicher Tod. Also Politiker. Kind ist geboren. Hohe Chance auf Sezession. Das kennen wir ja alles. Okay. Hohe Chance auf Sezession. Das heißt, der Stiefel könnte abfallen und. Der Stiefel. Und Subeya. Also Graetia, Magna, Graetia und Subeya. Subia. Sybia. Ha. Das ist gerade ungünstig. Wie sieht es denn gerade aus? Minus 3 und. Wieso hasst er uns so? Minus 39. Junge. Warte mal. Das ist nur einer, oder? Poseidon? Ja, das ist nur einer. Ein kleiner Typi. Wo bist denn du? Bist du ein. Das ist ein Politiker. Warte mal, ich hatte doch eine Armee. Erstmal cool. Ich hatte doch eine Armee, die von so einem geleitet wurde oder angeführt wurde. Nightmare, nee. Die da. Ah, sind die gefallen? Oder ist der gestorben? Oder habe ich ihn so? Habe ich den so ausgetauscht? Das könnte natürlich auch sein. Was eigentlich auch nicht so klug war. Na komm. Das ist cool. Küchengöttin. 5 Chance auf Kinder und hier nochmal mehr Chance auf Kinder. Sehr, sehr schön. Gut, die Sezession ist gerade ein bisschen blöd, aber nebensächlich tatsächlich. Mit denen das ist die Frage. Bin ich hier am besten aufgehoben? Oder sollte ich lieber ein bisschen zurück? Was hier bis auf die Fresse blutet?
Okay, ich kann gar nicht zurück. Das heißt, ich bunkere mich ein. Da ist die nächste große Armee, aber wenig Fernkämpfer, das ist sehr gut. Das ist wunderbar. Das heißt, Nightmare, tut mir wirklich leid. Tut mir wirklich, wirklich leid. Aber du musst wieder zurück. Du musst leider wieder zurück. Ich brauche dich jetzt in Britannien, beziehungsweise wenn Britannien in Ordnung ist, dann vielleicht in Suebia. Weil das da sind die, die gerade rumzicken. Die da werden wahrscheinlich nicht rumzicken, weil die mögen mich ja ein bisschen. Die mögen mich. Die da halt überhaupt nicht. Finde ich übrigens richtig cool, dass die mich nicht mögen. Ist halt nicht ganz gut so gut gerade. Okay. Wir machen gleich auch Schluss mit der Folge. Weil. Ja, stimmt, die gibt's ja auch noch. Okay, mach mal hier ein bisschen stinky. Du. Brauche ich eigentlich auch keinen Agent. Hier brauche ich schon eher einen Agenten. Okay, du bist noch Full Stack. Und ja, okay, heißt noch ein bisschen. Aber das da. Ja, automatisch. Es waren halt so, ja, klar, die Legionäre sind zwar gut, die Adeligen auch. Also die Armee war gut, aber die war halt viel zu klein. Und die da sind einfach nur bäh. Genau. Deswegen habe ich das jetzt auch automatisch gemacht. Okay, hier ein bisschen, Ordnung. Sehr schön. Pergamon hält noch zu mir. Das ist sehr schön. Okay. Das Problem ist halt auch, wenn Knossos jetzt nächste Runde wieder kommt und sagt, wollen wir doch Freunde sein? Und ich das annehme, dann bin ich, werde ich auch wieder bestraft. Das ist etwas, was mir echt nicht so ganz gefällt. Aber okay. Wir switchen mal kurz. Da war eine Kuh. Wir switchen mal kurz rum und schauen, ob wir noch was ausbauen können, weil Geld haben wir ja. Ach, stimmt, in hier muss ich mal schauen. Ja, okay, hier gibt es kein militärisches Gebäude, was sehr, sehr gut ist, sonst kommen die Abtrünnigen mit Mega-Armeen. Und ich muss noch ganz kurz nochmal durchswitchen, dass ich ja keinen. Genau. Ja keinen türkisen General habe. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und nächste Runde werden wir schauen, dass wir mit dem wahrscheinlich Bürgerkrieg zurechtkommen. Nightmare wird sich um die kümmern und hier. Ja, ist das Spartas Furz? Genau, Spartas Furz muss halt überleben. Also der muss noch hier weiter rumstänkern können. Es kann halt sein, dass Spartas Furz jetzt in die Zange genommen wird, was ich eigentlich blöd fände, aber ich fände es cool, weil das strategisch für die Ekener ja logisch wäre. Vor allem hier kann ich eigentlich auch nicht so weg. Ich muss halt versuchen, mit denen dann vielleicht nächste Runde versuchen, hier zu, nach Moridonum zu gehen. Und dass die 3000 dann weitergehen und die sich hier zu Hause ausruhen.
Gut, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bye bye.